Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Müller-Wolf von der Speed for Projects und zwar hier geht es um den zweiten Teil, was man mit dem Smart Pipeliner tatsächlich machen kann. Im ersten Teil ging es um das grundsätzliche Pipelinen, im zweiten Teil geht es jetzt um Trade-off-Entscheidungen und Change-Requests. Ganz normale Situation, man hat seine Pipeline im Griff, die Termine stimmen und genau in dem Moment kommt die Geschäftsführung und hat tatsächlich einen neuen Kunden Auftrag an Land gezogen, der natürlich jetzt zu bedienen gilt. So, die Hauptproblematik, warum das zu viel Work in Progress normalerweise in Unternehmen eingekippt wird, ist, dass genau diese Entscheidungsfindungen viel zu lange gehen. Der Vertrieb kommt, er muss dem Kunde einen Termin nennen. Wenn dann die Projektorganisation des Portfolio-Management viel zu lange braucht, dann hat der Vertrieb oder die Geschäftsführung letztendlich nur die Chance, den Auftrag anzunehmen, weil sie haben ja gar keine andere Option. So, und das führt letztendlich dazu, dass ein Projekt um das andere reinkommt und der Work in Progress steigt. So, im letzten Teil haben wir ja über die Projektliste, haben wir die Übersicht generiert. Ich mache sie hier mal ein bisschen kleiner, dass man sieht. Man sieht hier die 7 Projekte, die eingelastet sind. Die Qualitätssicherung ist der Engpass. Man sieht wunderschön die Staffelung. Und man sieht, es gibt zwar ein paar Lastspitzen. Im Großen und Ganzen ist das ausgelevelt. Diese Überhänge werden aber im Laufe der Zeit abgebaut. Sprich, dieses Portfolio ist in sich geschlossen. Auch die anderen Teams haben nirgends Überlasten, alles einwandfrei. So, und jetzt kommt der Vertrieb oder der Chef und sagt, er braucht ein neues Projekt. Hier ist die Projektliste, hier ist die Pipeline, hier sind die Termine und jetzt gilt es natürlich, möglichst schnell zu entscheiden. Wie macht man das? Man nimmt einfach eins von den Projekten, macht Verschieben und Kopieren. So, ich hole es hier rein, erstellt eine Kopie, Klick, gibt dem Ganzen einen Namen. So, und das kann man jetzt tatsächlich so benennen, dass man sagt, okay, New. Es gibt ja beliebig frei, kann man benennen, wie man es will. Hier mache ich das Gleiche. So, und jetzt sieht man, okay, das taucht in der Projektliste nicht auf. Das heißt, ich tue das in der Projektliste jetzt einfach kurz anlegen. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Eine Zelle einfügen. Das Projekt New eintragen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt case-sensitive ist oder nicht. Neues Projekt vom Vertrieb. Das startet. So, und jetzt wird es schon interessant. Ja, wann startet das Projekt? Auch da gilt, einfach mal was einzutragen. Wir werden schon sehen, was passiert. Damit ist in der Projektliste drin. Man kann es jetzt noch nicht generieren, weil die Aufwände noch nicht stimmen. Das heißt, man muss jetzt noch mal kurz hier reingehen. Man sieht jetzt hier aber, das Projekt ist angelegt, es ist in der Liste zu finden. Hier sind die Teams. Jetzt geht man natürlich hin und plant das Projekt. Da muss man jetzt gar nicht so viel Aufwand betreiben. Ich brauche auf jeden Fall das Produktmanagement kurz. Ich gucke, dass das stimmt. Ja, Produktmanagement kommt. Das heißt jetzt hier 0, also das im ersten Monat, was sagen wir, das ist ein kleines Projekt jetzt vom Vertrieb reingekommen. Das hat vielleicht ja, hier 3 Tage. Das ist noch nicht ganz so sicher, wie es wirklich läuft. Dann im zweiten Monat braucht man vielleicht 5 Tage Produktmanagement. Entwicklung, also ist ein relatives Standardprojekt, wird wahrscheinlich nur im ersten Monat braucht man ein bisschen Consulting, im zweiten 10 Tage, im dritten 10 Tage und das war's. Man hat auch ein relativ gutes Wissen über die Qualitätssicherung. Typischerweise nimmt man eben 20%. Hier in der Schlussphase ein bisschen mehr. Hier, das ist jetzt die Entwicklungsgeschichte geschätzt. Meistens braucht man an der Stelle ein paar Tage mehr, weil man ja Bugfixes machen muss. So, und damit hat man letztendlich das Projekt schon definiert. Worauf kommt es jetzt an?
Wir wissen ja jetzt aus dem Pipelining, dass die Quality Assurance wahrscheinlich der Engpass bildet. Das heißt, was ich auf jeden Fall machen würde, ist jetzt mit dem Leiter der Qualitätssicherung mich zusammensetzen, mit dem Produktmanager, mit dem Vertriebler und zusammen einfach mal durchgehen, ob tatsächlich man mit den 2 und mit den 5 Tagen hinkommt. So, das war die Projektdefinition. Ich möchte auch da hinweisen, dass das wirklich so leichtgewichtig passieren kann. Ich habe das jetzt hier natürlich für den Screencast ganz einfach gemacht, aber in letzter Konsequenz würde man eine Telco machen, würde das ganz kurz reden und dann würde man damit einfach mal starten. So, das heißt, man kann in die Projektliste gehen. Wir haben das jetzt hier ganz weit hinten eingeplant und jetzt geht man natürlich mal auf Generate und guckt sich an, was passiert. So, man sieht jetzt an der Stelle das neue Projekt. Das hat 3 Tage im Dezember Produktmanagement, aber das hat natürlich noch gar keinen Sinn. So, jetzt in dem Moment kann man natürlich fragen, Vertrieb, wann braucht ihr das Projekt? Na, die werden natürlich dann sagen, ASAP, nicht erst 2014, sondern jetzt gehen wir einfach mal davon aus, die werden das vor der Sommerpause, also vorm Juli brauchen. Das heißt, das Projekt muss im Juni fertig sein. Wenn es im Juni fertig sein muss, das geht ist ja ein 3-Monats-Projekt, dann muss es im April starten. Also geht man in die Projektliste. Trägt hier den April ein und da kann man sich schon vorstellen, was passiert. Normalerweise mache ich das immer als letztes. Ich weiß jetzt auch nicht, warum, dass ich das so rum gemacht habe. Normalerweise mache ich das als letztes rein, dass man sieht und man sieht jetzt ganz deutlich, hier ist das Projekt. So, und jetzt sieht man im Mai die 2 Tage. Ja, das ist ja noch im gelben Bereich. Das kann man, denke ich, akzeptieren. Aber das Projekt führt halt jetzt letztendlich dazu, dass der Aggregated Overload nicht mehr verschwindet und dass es tatsächlich im Juni, Juli zu einer Überlast kommt. So, und jetzt kann man mit der Geschäftsführung reden. Okay, eigentlich müsste das jetzt an diese Stelle. Das heißt, ich schiebe es, dieses Projekt an die Stelle hier, lasse es nochmal laufen und jetzt sieht man ganz deutlich, okay, ich habe hier in diesem Monat 15 Kapazität, das heißt 7, 5 und 5, ja, und das Projekt 4 muss wahrscheinlich verschoben werden. Wir haben jetzt hier ungefähr die Kapazität von einem Monat reingemacht. Das heißt, alle Projekte ab Projekt 4 müssen ungefähr einen Monat geschoben werden. Alle Projekte ab 4 ungefähr einen Monat geschoben. So, und dann geht es natürlich hier schon in das neue Jahr rein. Jetzt lässt man es wieder laufen. Und man sieht, okay, Aggregated Overload ist gegessen. Die 130, die verschieben sich in den Monat. Und dann würde ich sagen, ist dieses Projekt wieder ausgelevelt. Jetzt geht man natürlich hin, kontrolliert die anderen Abteilungen. In der Entwicklung kommt es jetzt tatsächlich hier zu einer kleinen Überbuchung. Die wird aber im nächsten Monat genauso wie in der QS aufgearbeitet und im Produktmanagement ist alles okay. So, normalerweise speichert man das jetzt, dieses Szenario in einer anderen Version und die Entscheidung für den Geschäftsführer ist, wenn du das im Juni willst, dieses Projekt, dann musst du Projekt 4, 5, 6 um einen Monat verschieben und 7 wird dieses Jahr nicht mehr möglich sein. Und so einfach müssen Entscheidungen aufbereitet werden.
Die werden aufbereitet in Form von einer PowerPoint, dann gehen sie ins Board Meeting und dort wird es entschieden. Das ist so einfach, dass man dieses Verfahren auch zusammen mit Bereichsleitern machen kann, gleich on the fly, on the screen, und die Entscheidungen können sofort vorbereitet werden. Wenn jetzt die Aussage kommt, dieses Projekt können wir auch zum Oktober machen, dann verschieben sich natürlich die Projekte 3 und 4 nicht, sondern nur das 6. Und so einfach ist es ist tatsächlich, Szenarien zu entwickeln. So, das war der erste Teil. Das ist Trade-off-Entscheidung, wenn neue Projekte reinkommen. Das gleiche geht aber auch, wenn Sie zum Beispiel einen Change-Request haben. Wenn jetzt in dem Projekt 4 zum Beispiel ein Wunsch kommt vom Kunde, etwas zu verbessern und dadurch ein bisschen mehr Aufwand zu erzeugen, dann kann man das genauso einplanen. In dem Fall habe ich jetzt hier das Template 2 genommen. Das würde ich dann tatsächlich einfach auch wieder verschieben und kopieren. Da hinten eine Kopie erstellen, umbenennen. So, das ist dann die 2 plus Change Request. So, auch hier Projekt 2 plus Change Request. Jetzt sieht man, dass es da verloren ist. Geht wieder in die Projektliste. Plus Change Request. 4 plus Change. Und jetzt ist es letztendlich schon wieder stimmig. Dann geht man in das 4 plus Change Request. Das war ein Projekt, das komplett ohne Produktmanagement läuft. Dieser Change Request würde dazu führen, dass in diesem im dritten Monat 5 Tage mehr Aufwand sind und ein Tag mehr QA. So, und jetzt ist das hier definiert. Das heißt, ich gehe in die Projektliste, lasse es wieder laufen. Hier haben wir immer noch keinen aggregierten Overload. Hier ist der Change Request. Hier sieht man, in diesem Monat ist ein Tag dazugekommen. In der Entwicklung ist auch alles wunderbar. Das heißt, in diesem Fall wird man ganz deutlich sehen, der Change Request hat keinerlei Auswirkung auf das Engpass-Team oder nur sehr wenig Auswirkung auf das Engpass-Team. Die Ressourcen sind vorhanden, um den Change Request zu machen. In dem Fall würde sogar eine einfache Information an das Board, an die Entscheider ausreichen. Der Change Request kann gemacht werden. Je nachdem, mit was für ein Vertragsverhältnis zu dem Kunde besteht, kann man den Change Request einfach machen oder gegebenenfalls in Rechnung stellen. So einfach kann man Change Requests fahren. Wenn der Change Request natürlich Auswirkungen auf die Quality Assurance hat, dass man vielleicht neu testen müsste und 20 Tage, dann wäre das natürlich extrem relevant, würde zu Trade-offs und Verschiebungen führen und dann müsste man natürlich die Entscheider, das Board hier mit einbeziehen. So, das war es letztendlich. Das war der zweite Teil. Wie mache ich Trade-off-Entscheidungen? Wie plane ich neue Projekte ein? Wie kontrolliere ich, ob ein Change Request Sinn macht, ob er einfach ist oder ob er kompliziert ist. Wenn er kompliziert ist, muss ich natürlich wieder Trade-offs machen. Das ist ein ganz einfaches Werkzeug. Mit einer Telco kann man die meisten Themen in wenigen Minuten bis Stunden vorbereiten und die Entscheidungen werden sofort gefällt. Es wird immer klar, welche Folgen die Entscheidungen haben und aus dem Grund, wenn man das mit den Entscheidern macht, können die Entscheider auch wirklich entscheiden. Sie haben ja die Grundlagen dazu und es führt normalerweise und unserer Erfahrung nach sofort dazu, dass der Work in Progress auch unter Kontrolle bleibt. Und das ist das Ziel. Aus dem Grund ist auch dieses Tool ein sehr gutes Werkzeug, um den Work in Progress unter Kontrolle zu halten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dann zum dritten Teil.